Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Das feiern wir heute an Ostern. Aber was feiern wir denn da genau? Ihr Kinder geht ja immer raus und sucht dann was im Garten. Vielleicht finde ich da, was Ostern bedeutet, dass ich es ein bisschen besser verstehe. Aber was könnte und wo könnte hier was versteckt sein? Hier ist so viel Grünzeug. Ein Rosenbusch, der blüht schon. Ah, da, guck mal. Ein Ohr, ein Hase. Und ich sehe noch einen. Zwei Osterhasen. Aber was haben denn diese Hasen mit der Bibel zu tun und mit Jesus, dem Auferstandenen? Eher stehen die doch für den Frühling, für neues, ja genau, für neues Leben, dass etwas Neues beginnt. Das kann man schon verstehen, aber das ist sicher noch nicht alles. Und ich glaube, ihr würdet jetzt auch noch weitersuchen. Ich setze die zwei Hasen mal hier hin. Hoffentlich nimmt sie niemand weg. Dann schaue ich mal noch weiter, ob ich noch was finde. So zwischen den Büschen. Was meint ihr denn da? Nee, da ist auch nichts. Komm, wir gehen mal auf der anderen Seite gucken. Vielleicht hier? Nee, da ist nichts. Da ist nichts zu sehen. Komm mal mit, vielleicht hier drüben. Ah, da sehe ich was. Ha. Guck mal da, ein Osterei. Ist das Schokolade? Aber was hat das Ei mit Ostern zu tun? Auch wieder irgendwas mit Fruchtbarkeit. Aber wenn ich genau nachdenke, normalerweise bei so einem Ei sollte ein Küken rauskommen, bei einem echten Ei. Was macht das Küken? Es pickt von innen und öffnet die Schale und dann kann es erst ans Tageslicht. Ja, das ist so ein bisschen was wie bei Jesus. Das Grab geht auf und Jesus ist auferstanden. Aber so ganz zufrieden bin ich ehrlich gesagt noch nicht. Ich glaube, wir suchen mal noch weiter. Ich lasse das Ei mal da unten liegen. Im Moment kommen ja nicht so viele vorbei, deswegen ist es da vielleicht sicher. Wir gucken mal noch weiter. Vielleicht da hinten irgendwo? Oder wo soll ich noch gucken? Da sind Fußspuren. Guck mal da drüben. Find the way with Jesus. Walk with Jesus. Amen. Ah, und da. Oh, eine Schatzkiste. Golden. Gibt es einen Osterschatz? Soll ich mal reingucken? Die ist relativ leicht. Vielleicht ist Bargeld drin. Bin ich aber echt gespannt. Habt ihr eine Idee, was da drin sein könnte? Ein Osterschatz? Oh nee. Die ist ja leer. Was soll das denn? Eine leere Schatzkiste an Ostern? Ganz leer. Guck. Aber wenn ich mir das so überlege an Ostern, da war ja das Grab leer. Und das ist auch sowas wie eine leere Schatzkiste und Jesus ist auferstanden. Vielleicht geht es an Ostern um das, was wir gar nicht sehen können. Was hat denn der Jesus gebracht? Naja, neues Leben, dass der Tod nicht das letzte Wort hat und das Grab leer ist. Und so Sachen wie Hoffnung oder Liebe oder Vergebung können wir alles nicht sehen, aber es ist in der Schatzkiste drin. Ja, so macht das einen Sinn. An Ostern geht es um eine leere Schatzkiste. Ich glaube, jetzt habe ich mehr verstanden. Und ich wünsche euch, dass ihr etwas von dieser Hoffnung, von Vergebung und Liebe und Lebensfreude findet in eurem Leben, gerade in diesem so merkwürdigen Osterfest. Und wenn ihr Lust habt, malt ein schönes Osterbild und schickt mir das oder macht ein Foto davon und schickt mir es und dann hängen wir das im Lutherhaus auf. Und wenn all diese komische Zeit rum ist und ihr wieder kommen könnt, dann schaut euch das mal an. Frohe Ostern euch alle. Amen.